Okay. Wir sind da in unserem ersten Manila-Hostel. Eigentlich das zweite. Ja, das erste hat leider renoviert, unsere erste Anlaufstation. Und da war einfach nichts los. Und ja, dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir woanders hin. Ja, und jetzt sind wir im Haven Backpacker Hostel. Und haben wir unseren Rucksack. Haben wir erstmal unseren Rucksack abgeladen. Ja, und suchen jetzt was zu essen. Ne? Jetzt geht das los hier. Hallo. Hey. Okay. Thank you. Stadt, los vom Hostel. Boah, der ist sau heiß einfach. Man schwitzt den ganzen Tag. Das Zimmer im Hostel war zum Glück klimatisiert auf 18 Grad. Also da hat man eher gefroren dann. Ja. 20 Bettzimmer, zwei davon haben geschnarcht. Ja, aber waren zum Glück nicht alle Betten belegt. Boah, und heute Morgen dann um 6 Uhr aus dem Bett gefallen. Sachen gepackt, bisschen klargekommen und jetzt haben wir 8.55 Uhr. Sind schon irgendwie 3 Kilometer gelaufen oder so. Ja. Und jetzt sind wir im Rizal-Park. Ja, und wollen uns heute noch so ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Mal gucken, was hier so gibt. Und jetzt gleich mal frühstücken. Thanks for thinking. Smile. Smile. Hello. Chipko. So, wir haben tatsächlich was zum Frühstücken gefunden. Was hatten wir? Schicksilok. Schicksilok. Chicken frittiert mit Reis und Soße. Und Ei. Und Ei. Na gut. Und jetzt machen wir hier den Turi, Manila Turi Kram. Und gucken uns das Fort Santiago an. Fort Santiago. Los geht's. Hier oder viele Tiere sind halt eigentlich alles Streuner. Ja, also man weiß es nicht so richtig, ob die Hunde zu irgendwem gehören oder nicht, aber die laufen halt alle hier rum. Ja, oder diese Katzen suchen, hier. Suchen irgendwas zu essen. Ja. Ja, und das ist nicht nur bei Tieren so, sondern auch bei manchen Kindern, die hier irgendwo so auf einem, ja, Stein einfach liegen. Einfach nur auf Stein oder vielleicht noch irgendwie so ein Pappkarton darunter. Aber das war's dann auch. Ja, schon eine andere Welt auf jeden Fall.